Nein, Kurkuma ist keine Gurke. Cucumber heißt es. Cucumber. Dass wenn mein Schatz zu mir gesagt hat, dass ich die bekanntere von uns beiden bin, moderiere ich jetzt mal das Video an. Und zwar können Sven und ich beide kein Englisch. Wenig. Ich kann besser wie du. Because I must say, my English is not so bad. And das ist der Grund, warum wir jetzt auf Englisch speaken werden. Ute, unsere Praktikantin, hat uns nämlich witzige Begriffe rausgesucht, die wir Schwierige, kennen sollen. Das ist nicht witzig. Das ist gar nichts, das hier witzig. Ja doch, so wie ich das sage, ist witzig. Achso, okay, gut. Pronunciation. Oh, Digga, das ist echt ein Männerschild. Oh, darf ich jetzt der Arsch sein? Ich hatte ja Grundschulenglisch. Das heißt Pronunciation. Also das heißt... Ja, nein! Oh, darf ich jetzt der Arsch sein? Ich hatte ja Grundschulenglisch. Grundschulenglisch. Ich mach mal, es heißt Übersetzung auf Deutsch, richtig? Nein. Ich hatte ja Grundschulenglisch. Aussprechen! Aussprache! Aussprache! Okay, jetzt Ben and Peter go... Reckless! Ding, ding, ding! Ich hab erstens richtig ausgesprochen. Ding, ja, ding, aber du hast keinen Punkt, weil du weißt nicht, was es heißt. Reckless. Ohne Regeln? Jemand benimmt sich reckless. Jemand benimmt sich schlecht, scheiße, falsch. Unverantwortlich. Oh, leichtsinnig. Oh, Sven ist so reckless. Employment. Richtig? Employment. Ja, und warum schaust du mich so an? Ist das die Bewerbung? Nee. Arbeiten, Arbeitsstelle, Ausbildung. Ja, wirklich? Beschäftigung. Das hatte ich in Altdorf bei Frau. Vielen Dank, Frau. Ich habe das durch Sie gelernt, dieses Wort. Sie ging mir so auf den Sack damit. Directions. Die One Directions. Unter die One Directions, was heißt denn das? Die einen Direktoren? Nein, heißt das nicht. Die One Direction, die dirigieren. Direction, direkt. Ja, so ähnlich. I show you direction. Nein, die Richtung. Also Direction ist die Richtung. One Direction ist dann eine Richtung, genau, oder wie? Genau, die Richtung. One Direction. Ah, eine Richtung. Die gehen nur in eine Richtung. Oh. Ja. Kukumba? Kukumba. Kakamba? Nein, Cyber. Aber hier dieses Kukumba liest sich wie so ein englisches Sexspielzeug irgendwie. September. Richtig, es ist eine Gurke. September. Nein, das ist keine Gurke. Doch. Nein, Kukumba ist keine Gurke. Cucumber heißt es. Cucumber. Es hört sich so ein bisschen an wie Cucumber. Okay, thank you very much for looking us. Please abonniere our channel. And please look at my other videos here and here. And letter Daumen over there here. Musik, die dich bewegt. Jam FM.